Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir sind gerade jetzt von unserem Kater aufgewacht und haben ein trojanisches Pferd vor uns. Und ein Hahn greift mich an. Und noch jemand. Und die Athena oder irgendwer anderes. Doch, die Athena greifen uns an. Die Athena greifen uns an. Noch mehr? Ja, nur noch 2 Stück. Wir sind erledigt. Oh, kein Pferd. Ich behauptete einst, ich wäre ein besserer Stratege als Odysseus. Man hat mir das Gegenteil bewiesen. Und doch hast du überlebt. Zieh eine Lehre daraus. Bitte, danke meiner Frau für dieses Geschenk. Soll ich ihr danken oder sie verfluchen? So, jetzt haben wir noch eine. Da muss ich das mit diesen Göttern fertig kriegen? Ja, ich denke, das mit der... Ach, mein Gott. Mit der Dingens, das passt nicht mehr. Mit der, wie heißt sie denn? Arena. Genau. Να λούς. Via lui βρίσκεται η γνώση σε γυμνάρι. Ούκη δάνει όσοι πάρκουν. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ach, weil das Haus des Anführers ist, deswegen. Du bist die Adlerfrau. Wunderbar. Archon Xanthe sprach in höchsten Tönen von dir. Wie gütig von ihr. Hör mir zu. Vor meinen Kindern liegt eine blühende Zukunft. Doch sie wollen nicht lernen oder üben. Sie denken, sie wüssten es besser und können nicht einmal ein Gedicht aufsagen. Wie kann ich dabei helfen?
Sie haben von dir gehört und bewundern dich mehr als alles andere. Wenn du ihnen eine Abenteuergeschichte vorträgst, würden sie diese sicher behalten und ihre Lehrer beeindrucken. Deine Bitte ist seltsam, aber ich habe schon seltsamere gehört. Ich mache es. Meine Kinder warten im Tempel des Dionysos Kolonatas auf eine Abenteuergeschichte. Es geht um Perseus, den sie kennen sollten. Doch wenn man sie nach ihm fragt, erinnern sie sich an nichts. Perseus! Ich kenne die Geschichten, als wären wir wie Geschwister auf dem Olymp aufgewachsen. Keine Sorge, ich werde deine Kinder mit meiner Geschichte fesseln. Hallo, ich... Die Adlerfrau. Wir haben von dir gehört. Wirst du uns eine Geschichte erzählen? Müssen wir zuhören? Wir haben das doch schon so oft gehört. Ja, die bin ich. Und ja, ich erzähle euch eine Geschichte. Lasst uns mit der Stimme der Götter vom Mühsal des mutigen Perseus und des noblen Pegasos singen. Sterbliche Gestalt eines Delphins, Zeus besuchte eine sterbliche Gestalt eines Goldregens, was? Poseidon besuchte eine sterbliche Gestalt eines Delphins, Zeus besuchte eine sterbliche Gestalt eines Goldregens. Ich meine, ja, aber Poseidon hat ja auch, ne? Also. Poseidon, der mächtige Gott des Meeres, suchte die sterbliche Sarah auf, die Tochter eines Fischers. Der Meeresgott neckte sie in der Gestalt eines Delfins und sie erkannte seine Liebe. Uah, ist das eine Liebesgeschichte? Keine Sorge, das ist nur die Vorbereitung. Bald gebar Sarah ein Kind, den Halbgott Perseus. Ich hab gedacht, Perseus' Mutter hieß Danae, genauso wie meine Schwester. Genau, und sein Vater war Zeus. Das mag für einige Versionen zutreffen, wie dem auch sei. Eines Tages fiel der kleine Perseus von einem Boot und ertrank beinahe. Wuchs bei dem liebevollen Fischer Diktia. Doch ein liebevolles Ehepaar, Amphitryon und Alkmene, fand Perseus im Meer und brachte ihn auf ihren Hof ins Malpool. Ist das von Herakles? Wo er als ihr Sohn aufwuchs. Nein, das ist von Herakles. Und seine Mutter, meine Namenspatronin? Psst, hör zu. Hera kochte vor Wut und schickte Schlangen, um den Säugling zu töten. Doch Perseus war zu stark und erwürgte die Schlange. Das ist von Herkules. Denn er war göttlich. Was? Das stimmt doch so. Nein, nicht. Das stimmt Man nicht. Man kann Geschichten eben unterschiedlich erzählen. Und? Die Geschichte stinkt zum Himmel. Das ist ja gut. Der grausame König von Seriphos, Diktes Bruder Polydektes, beschloss Danae zu heiraten, denn sie war noch immer schön. Doch Perseus wusste, seine Mutter wollte das nicht. Diktes konnte seinen Bruder nicht aufhalten, also musste Perseus eingreifen und ihm auf die Nerven gehen. Christos, das machst du sonst! Ich würde den stinkigen König daran hindern, dich zu heiraten. Der grausame, der stinkige König wurde wütend. Er wollte Perseus loswerden und stellte ihn vor eine unmögliche Aufgabe. Beweise dich als Krieger und mache mir ein Hochzeitsgeschenk, sagte der König, indem du ein Monster tötest. Ich wusste es. Ich wusste es auch. Ein Vlies. Das König will den Kopf einer Gorgone bringen. Nee, das war das mit dem Vlies, glaube ich. Perseus brachte das goldene Vlies des geflügelten Widders. Dieser wurde von einem Monster bewacht, das alles in Stein verwandeln konnte. Zum Glück waren die Götter auf Perseus Seite und Athena zeigte ihm mit einer Eule in goldener Rüstung den Weg. Athenas goldene Eule? Wie blöd! Klingt süß! Ich will eine! Bewaffnet mit dem tödlichen Schwert des mächtigen Oletros, stellte er sich dem schlangennackigen, großköpfigen, zotteligen, steinverwandelnden Katoblepas. Nein! Nein! Was?
Perseus vermied den tödlichen Blick des Katoblepas und schlug der Kreatur mit seinem Schwert den Kopf ab. Das goldene Vlies wickelte den Kopf des Katoblepas darin ein und flog auf Pegasus zurück, um Andromeda zu retten. Ihr drohte gerade, von einem Kraken gefressen zu werden. Perseus versteinerte die Kreatur mit Hilfe des tödlichen Kopfes. Hä? Ein Moment mal. Was ist denn ein Kraken? Sowas wie ein Tintenfisch. Meinst du das Seemonster Ketos? Ich bin sicher, Homer schrieb, befreit den Kraken und nicht befreit Ketos. Das hast du dir ausgedacht. Perseus reiste mit seiner Familie nach Argos und trat später bei den großen Spielen an. Als er den Diskus warf, war sein Wurf so machtvoll, dass er die Tribüne traf und mit ihr Akrisios. Und so tötete Perseus seinen Großvater und erfüllte die Prophezeiung. Yippie! Dem Schicksal entkommt keiner. Am Ende ließen sich Perseus und Andromeda als König und Königin in Mykene nieder. Sie hatten 7 Söhne und 2 Töchter, die Persiden. Oh Mann, das war so falsch und so langweilig. Das war wirklich falsch. Du bist eine ganz miese Erzählerin und die Geschichte stinkt. Entschuldige das Publikum, Adlerfrau. Obwohl ich sagen muss, dass es auch mir so vorkam, als hättest du die Geschichte etwas angepasst. Verzeihung. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich habe die auch total durcheinander gehauen von Perseus und von Herkules. Ich meine, die von Herkules kannte man ja schon, ne? Also. Ich habe die trotzdem, ich habe die total durcheinander gehauen, ey. An manchen Stellen. So, dann mache ich gleich diese Götterklamotte da auch fertig. Ich will wissen, was da auf mich zukommt. Übrigens, weil kann ich noch nicht sagen, ob ich das DLC Atlantis auch spielen werde. Ich denke, ich werde mir da vielleicht mal eine Folge selbst in einem anderen Let's Play angucken. Um zu schauen, ob mich das überhaupt interessiert. Läuft er hier gerade nackt rum? Niemand darf mich entdecken. Das muss voll weh getan haben. So, Mädel, ich habe deinen Weibern geholfen. Danke, dass du uns allen in Pitana geholfen hast. Die Geschichten deiner Taten werden viele Jahre überdauern. Ich helfe, wo ich kann. Aber danke. Eine Belohnung für all deine Mühen. Ja. Das wär's. Ich muss gerade gucken.
Und ich muss trotzdem wieder auf die Karte gucken. Megaris war doch irgendwo hier oben, oder? Irre ich mich. Ach, da, Megaris, da. Da liegen Masken auf dem Boden. Guck, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wie oft habe ich dieses Bild schon gesehen? Ach, jo. Oh, ich bin fix und fertig, ey. Oh. Jo, das hätte auch schief gehen können. Wir müssen da lang. Sprich mit dem Mann am Strand. Na dann nicht. Ich habe Poseidon angefleht, er möge jemanden wie dich zur Unterstützung schicken. Beinahe hätte ich die Hoffnung aufgegeben. Ich hörte, dein Dorf sei in großer Gefahr. So ist es. Mein Bruder segelte den Soldaten entgegen, die unser Dorf abbrennen wollten, da sie keine Piraten mögen. Doch sein Schiff wurde versenkt und mein Bruder kam nie wieder nach Hause. Haie zeigen keine Gnade. Woher weißt du denn, dass es Haie waren? Ich war beim Grab deines Bruders. Mein Beileid. Danke. Das ist sehr freundlich von dir. Bedrohen euch immer noch diese Soldaten? Ja, aber ich habe einen Plan. Ich werde ein Kriegsschiff bauen, das sie nicht versenken können. Glaubt mir, mein Dorf wird überleben. Du wirkst entschlossen. Was gibt es noch zu tun? Viel zu viel. Unweit von hier hält uns ein Teil des Heeres in Atem. Solange sie da sind, ist es schwierig, sämtliche Materialien zu besorgen. Das brauchst du also. Oder vielleicht Hilfe mit dem Heer. Du bist so schlau wie Athena selbst. Was wärst du bereit für uns zu tun? Ich kämpfe gegen die Soldaten. Ich finde die Vorräte, die du brauchst. Ich kämpfe gegen die Soldaten. Diese Soldaten werden bereuen, die Waffen erhoben zu haben. Vielen Dank. Gerüchten zufolge findest du ihr Lager westlich des verfallenen Heiligtums des Eiers. Dann ist das mein Ziel. Ich habe nämlich absolut keine Lust. Oh. Sonst. Hier jetzt auf Suche gehen von den ganzen Klamotten da. Ne. Hat es mit Sicherheit auch dann irre weit weg oder so. Ich hasse dieses Sammeln. Oh mein Gott, das ist ja am Arsch der Welt. Wie soll ich denn das? Wie soll ich denn da hinkommen? Jetzt spreng. Gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, dass ich da schneller hinkomme? Nee. Ist das unten? Nein, das ist nicht mein Schiff. Ach, da gibt es tatsächlich keine Möglichkeit. Ja, leck mich doch.
Ja, von da aus schwimmen. Nö, ich kann ja mit dem Boot fahren. Guck mal, das ist doch super. Schön dahin segeln. Meiner Meinung nach ist das jetzt hier wesentlich einfacher. Huchala. Den da. Tut mir leid, Hund. Das war sehr einfach. Du machst es mir zu einfach. Doch, ich hab's da. Das war der letzte dieser Soldaten. Freiheit! Sei dir meines ewigen Danks gewiss! Bitteschön. Oh, und jetzt segeln wir ganz schnell wieder zurück, wenn das geht. Das sieht nämlich nicht so aus. Das sieht aus, als wenn ich hier gestrandet wäre. Scheiße. Bin gestrandet. Kacke. Muss ich von da aus wieder. Aber ist die Aufgabe damit dann schon zu Ende? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da kommt noch mehr.
Ich weiß, ich bin gerade ziemlich leise. Tut mir leid. Ich war gerade fasziniert. Ich habe gerade am Überlegen, wie lange der da wohl für braucht, dieses Schiff fertig zu machen. Von diesen Soldaten wird man nie wieder hören. Mein Bruder ist gerecht. Und außerdem kann ich mein Schiff bauen. Ich entbiete dir meinen Dank. Ich habe auch einen Gefangenen gerettet. Er ist unterwegs hierher. Den Göttern sei Dank. Welch großer Gefallen. Möge das neue Schiff siegreich sein. Ich sollte diese seltsame Frau darüber informieren, was geschehen ist. Ich wusste, dass wir wieder zu ihr zurückkehren müssen. Aber wo? Ach, da. Warte mal, sie ist hier? Gerade da liegt ein Mann oder so. Das sah gerade aus wie so eine Leiche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt die einzige Prüfung war. Da kommt noch was. Oh, ist das schön hier. Ich traf den Bruder des Toten. So? Und warum ist er in haiverseuchten Gewässern gesegelt? Er war ein Pirat, der gegen die Soldaten kämpfte, die seine Familie bedrohten. Sie versenkten sein Schiff und überließen ihn den Haien. Das ist beinahe tragisch. Wie hast du das Problem gelöst? Das ist es doch, was du tust, oder? Probleme lösen. Der Bruder des Piraten bat mich um Hilfe und ich tötete einige der angreifenden Soldaten. Nächstes Mal wird er das Dorf allein beschützen können. Verstehe. Diese Antwort sagt mir viel über deinen Charakter. Warum interessiert dich mein Charakter? Das wirst du schon noch sehen. Und zwar bald. Doch jetzt nimm erst einmal dies. Danke. Obwohl es klingt, als hättest du noch mehr Pläne mit mir. Vielleicht. Die Gefahren des Meeres hast du überlebt. Aber was ist mit einer Insel aus Feuer und Rauch? Kein Vulkan. Diese Insel würde ich gern erkunden. Gut, ich bin beinahe von dir beeindruckt. Tatsächlich, ich sollte beeindruckt sein. Ich würde dich gern zu der Insel des Rauchs und der Flammen schicken, aber einer meiner Partner hat meinen Schlüssel zum dortigen Gewölbe. Ohne Schlüssel ist die Reise sinnlos. Ist er so merkwürdig wie du? Das ist beinahe amüsant. Mein Partner lebt auf dem Friedhof, den du für mich besucht hast. Er ist ein Einsiedler. Er hat Zeit für Gespräche, sogar mit dir. Ich hol dir deinen Schlüssel. Kommt sie dann mit? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das Gewölbe, ja. Ist das nicht gerade definitiv ein Löwe? So rum. Ich musste gerade erst mal gucken, wieder wie. Ah ja, okay. Ah ja. Eine Insel aus Feuer und Rauch. Wir wissen ja, was das ist. Das ist ein Vulkan. Und ich hatte recht, es war nicht das Einzige. Wir konnten, das ist jetzt wahrscheinlich die Aufgabe von, wenn wir Apollon gewählt hätten.
Wahrscheinlich konnten wir im Prinzip eigentlich nur auswählen, welche Aufgabe wir zuerst machen. Die mit den Piraten oder die mit Apollo, oder die mit dem Vulkan. Merke ich gerade, wie weit weg das nochmal war, ey. Die Eule wusste, dass du zurückkommen würdest. Sie ist Athenas Lieblingsvogel. Ich bin hier wegen des Gewölbeschlüssels. Was machst du denn hier? Das ist beinahe lächerlich. Willst du sagen, er ist nicht hier? Er ist an einem sicheren Ort. Unweit des verlassenen Lagers auf der Insel Ägina. Das klingt nicht wirklich sicher. Wieso nicht sicher? Er ist von sehr vielen Beschützern umgeben. Warum bekomme ich nie die einfachen Aufträge? Uhu, wer weiß. Das frage ich mich allerdings jetzt auch. Ich muss jetzt eh Schluss machen, aber wie weit... Ah, da ist das. Und ich wette mit dir, es wird hier eine von den Inseln sein. Ja, habe ich doch schon, da bin ich doch schon mal vorbeigesegelt, da habe ich doch besiegt. Oh nee, guckt mal. Das heißt, ich müsste jetzt rein theoretisch mit meinem Schiff, ich weiß gar nicht, wo mein Schiff überhaupt ist. Was ist mein Schiff? Da hinten? Was macht mein Schiff denn da? Müsste mit meinem Schiff da und dann, oh, Leutchen. Na gut, Leute, ich muss aber jetzt eh Schluss machen, sag tschüss, bis zum nächsten Mal. I see you.